Du machst schon, Herr Böhm. Dann geht bitte auf eure Plätze, wir zeichnen auf. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Kurs Mikroelektronik. Ich bin Thomas Naumann und das hier ist unser NDR Kleincomputer. Das auch. Und das auch. Sie sehen, der NDR Kleincomputer kann vielerlei Gestalt annehmen, je nachdem, wie Ihr persönlicher Computer aussehen soll, wie Sie Ihren Computer brauchen. Wir möchten Sie einladen, diesen Computer gemeinsam mit uns aufzubauen. Wir, das sind Karin Behre, Jörg Lukassen, Berger Schröder und Ralf Schuld, die hier im Studio löten, bauen, messen und testen und programmieren werden. Und natürlich Rolf-Dieter Klein. Hallo. Denn der NDR Kleincomputer heißt nicht etwa Kleincomputer, weil er so klein ist, sondern weil Rolf-Dieter ihn entwickelt hat. Hören wir zunächst Rolf-Dieter Klein. Nach welchen Gesichtspunkten hast du den Computer entwickelt? Ja, Steuerung, Regelung von Maschinen und Apparaten gehören ja heute zu den wichtigsten Aufgaben in der Computerei. Und wir wollen uns damit vertraut machen. Roboter steuern ist eine der möglichen Anwendungen von Mikrocomputern. Der Handwerksmeister und auch die Schule brauchen kleine, modulare Rechner, die sie für ihre persönlichen Bedürfnisse und für Unterrichtszwecke maßgerecht schneidern können. Und sie brauchen keine umfangreichen und teuren Kästen, die man nur mit Mühe und meist nur mit fremder Hilfe seinen eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Wir werden uns einige Anwendungen für Mikrocomputer in unserem Kurs näher ansehen. Man braucht natürlich Grafik. Erstens zum Lernen, damit man gleich einen Erfolg seiner Mühe sieht, wenn man anfängt zu programmieren. Zweitens ist die moderne Technik oft so wenig anschaulich. Auch professionelle Konstrukteure nutzen Computer, um sich Darstellungshilfen zu schaffen. Ich wollte vermeiden, dass man sich zu früh für eine bestimmte Computersprache entscheiden muss. Daher habe ich für den Rechner zunächst 5 völlig verschiedene Sprachen vorbereitet. Eine eigene Zeichensprache, dann Assembler, Basic, GOS, ähnlich der Sprache Logo, und Pascal. Aus zeitlichen Gründen können wir in diesem Kurs nicht alle Sprachen behandeln. Wir werden 3 davon in ihren Grundzügen kennenlernen. Die Zeichensprache Assembler, das ist die in der Technik wichtigste Sprache, und Pascal, das ist die didaktisch wichtigste Sprache. Man lernt mit unserem Kurs die jeweils optimale Sprache sinnvoll einzusetzen. Selbstverständlich kann man bei uns Sprachmodulen verschiedener Sprachen miteinander verknüpfen, und zwar ohne die Norm einer Sprache zu zerstören. Und ebenso selbstverständlich ist, dass wir alles in einer Menütechnik auf den Bildschirm bringen und mit ganz einfachen Befehlen und in ganz kleinen Schritten beginnen. Rolf-Dieter Klein wird den Kurs begleiten und uns in den Sendungen ständig als Fachmann zur Verfügung stehen. Rolf-Dieter, warum wird in unserem Kurs eigentlich kein Basic vermittelt? Basic gilt doch allgemein als die einfachste Programmiersprache. Das ist richtig, ja. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwierig, mit einfachen Sprachelementen sehr komplizierte Sachverhalte darzustellen. Das geht in Pascal und später in GOS wesentlich leichter. Aber unser Rechner kann natürlich auch Basic, sogar mit 6 MHz. Wer also unbedingt Basic rechnen möchte, kann das natürlich tun.
Der Computer ist also sehr beweglich und kann verblüffend viel. Grafik zum Beispiel. Und weil Rolf Dieter eine leicht lernbare Zeichensprache entwickelt hat, können diese Bildschirmdarstellungen auch ohne großen Aufwand von jedermann selbst programmiert werden. Man kann mit dem Computer spielen. Man kann dreidimensionale Körper konstruieren und perspektivisch darstellen. Man kann den Chemieunterricht anschaulicher gestalten und sich auch komplizierte Molekülstrukturen veranschaulichen. Man kann sich als Landschaftsgestalter betätigen. Man kann komplizierte perspektivische Darstellungen von einem Plotter zeichnen lassen. Daten und Programme lassen sich auf Kassettenrekordern speichern oder mit Hilfe der Prommer-Baugruppe dauerhaft in einem EEPROM festhalten. Brieftexte, Programme oder Datenfolgen lassen sich über einen Drucker auf Papier bringen. Nicht schlecht, oder? Doch vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt. Manche harte Nuss wird zu knacken sein. Wir werden also eine Menge lernen müssen, und zwar Schritt für Schritt. Die 26 Folgen dieser Sendereihe sind in 7 Abschnitte gegliedert. Die Folge 0, die Sie gerade sehen, soll Ihnen einen Überblick über den Kurs bieten. Dann folgen 2 Sendungen, Logik und Schaltungstechnik. Diese beiden rufen noch einmal ins Gedächtnis, was man für den Kurs voraussetzen sollte. Wer in diesen 2 Folgen sehr große Verständnisschwierigkeiten hat, sollte sich noch einmal mit Grundlagen digitaler Schaltungstechnik oder mit dem Stellenwertdenken vertraut machen. Für alle Arbeiten, bei denen ein Computer Messdaten aufnehmen, rechnend verarbeiten und danach Geräte steuern soll, müssen Geräte mit dem Computer durch Schnittstellen verknüpft werden. Das ist einer der Gründe, warum in den ersten beiden Folgen Relais, Transistoren und Logikglieder der eigentlichen Mikroprozessortechnik vorausgeschickt werden. Für die Herstellung von Schnittstellen muss man eben etwas über diskrete Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Transistoren und über Logikbausteine wissen. Übrigens, wer Probleme hat und keinen Freund oder Lehrer, der ihm helfen könnte, sollte sich einer Gruppe anschließen und den NDR-Kleincomputer zusammen mit anderen aufbauen. Gemeinsam geht's nicht nur leichter, sondern auch billiger. Denn dann kann man Messgeräte, Baugruppen und später auch Programme austauschen. Der dritte Abschnitt unserer Sendereihe ist in 2 Lernblöcke unterteilt. Der erste Block beginnt mit der Folge Gleich Richter und endet mit der Folge Roboter steuern. Im Block Logik und Schaltungstechnik beginnen wir mit einfachen Lötübungen. Etwa beim Aufbau eines Transistortreibers, mit dem sich logische Verknüpfungen darstellen lassen.
Im dritten Block wird dann Schritt für Schritt ein Computer mit dem Mikroprozessor Z80 aufgebaut. Die notwendigen Kenntnisse dazu werden ebenfalls Schritt für Schritt vermittelt. Unser Kurs ist ein Handwerkszeug. Und man muss lernen, damit umzugehen, genauso wie wir jetzt lernen, mit den Computern umzugehen. Am Beginn der Arbeit steht die jeweilige Sendereihe. Dann sollte man den entsprechenden Teil des Begleitmaterials ansehen und schließlich die jeweilige Schaltung nachbauen und ganz wichtig, testen, testen und nochmals testen. Programmieren lernt man durch Untersuchung und systematische Veränderung fertiger Programme. Daher werden für diesen Kurs alle Programme, auch die Grundprogramme und die Compiler für die höheren Programmiersprachen, in den Begleitbüchern, in der Zeitschrift MC oder in Listen abgedruckt, die man gesondert beim Francis Software Service erwerben kann. Der zweite Lernblock beginnt mit der Folge Schreiben lernen und endet mit Schrecksekunde. In diesem Block wird der Computer durch Tastatur und Bildschirm erweitert. Natürlich mit den entsprechenden Schnittstellen. Nun lernt man das Programmieren über eine normale Tastatur, wie sie wohl vielen von der Schreibmaschine her vertraut ist. Wir lernen die Zeichensprache. Man kommt zunächst mit sehr wenigen Befehlen und vorgegebenen Unterprogrammen aus, braucht dann nur, je nach Bedarf, den einen oder anderen Befehl hinzuzunehmen. Man lernt auch, sehr sanft, den Übergang zu höheren Programmiersprachen. Anhand von Struktogrammen lernt man den Aufbau von Programmen kennen und wird mit den drei Grundtypen von Programmstrukturen vertraut. Den Verkettungsbausteinen, den Schleifenbausteinen und den Verzweigungsbausteinen. Der vierte Abschnitt der Sendereihe besteht wieder aus zwei Lernblöcken. Der erste Block beginnt mit der Folge mehr Bits. Unser Rechnersystem wird wieder erweitert. Wir bauen einen Computer mit dem Mikroprozessor 68008. Am Ende dieses Blockes, mit der Folge Ausflug nach Simland, haben wir den Assembler kennengelernt und können dreidimensionale Darstellungen auf den Bildschirm projizieren und dabei perspektivisch verändern. Damit sind Kenntnisse der Simulationstechnik vermittelt, die in der Industrie eine immer größere Bedeutung gewinnen. Der letzte Lernblock bringt Grundkenntnisse der höheren Programmiersprache Pascal. Er beginnt mit der Folge Krater in Pascal und endet mit der Folge Taschenrechner selbst gebaut. Dafür steht uns ein Pascal-Compiler in EEPROMs zur Verfügung. In der letzten Folge wird das Funktionsprinzip des Multirechners dargestellt. Unser Z80 und unser 68008 Mikroprozessor stellen gemeinsam aus einer Landkarte eine perspektivische Darstellung auf einem Bildschirm her oder lassen Sie durch einen Plotter zeichnen.